Am nächsten Tag fahre ich zur Arbeit, als wäre nichts passiert. Ich bin fest entschlossen, diese unbeholfene Umarmung am Strand abzuhaken. Ganz zu schweigen von einer gemeinsamen Vergangenheit, an die Jude sich nicht nur nicht erinnert, sondern aus der auch, aus einem ganz bestimmten Grund, niemals etwas geworden ist. Aus einem ganz bestimmten Grund namens Damon. Doch obwohl ich mich beeilt habe, ist es Miles und Heaven trotzdem gelungen, mir zuvorzukommen. Beide lehnen am Ladentisch und flirten mit Jude. »Was geht denn hier ab?« frage ich und bemühe mich, meine Panik auf ein Minimum zu begrenzen, während mein Blick zwischen den dreien hin und her wandert. Heaven triumphiert, Miles hat ganz glänzende Augen und Jude findet das alles ziemlich amüsant. »Wir verraten gerade deine sämtlichen Geheimnisse, übertreiben deine Fehler maßlos und, ach ja, wir laden Jude zu meiner Abschiedsparty ein. Du weißt schon, für den Fall, dass du es vergisst.« Miles lacht. Mit flammenden Wangen werfe ich Jude einen raschen Blick zu. Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Ich schaue ihn immer noch an, als Heaven hinzusetzt. »Und wie das Glück es will, hat er an dem Tag nichts vor.« Ich gehe um den Ladentisch herum, als wäre das völlig in Ordnung. Als wäre es mir vollkommen egal, dass der Typ, mit dem ich mich anscheinend die letzten paar Jahrhunderte lang immer wieder zusammengetan habe, derselbe Typ, mit dem ich, wie mein Seelengefährte felsenfest glaubt, noch nicht fertig bin, in ein paar Tagen in meinem Wohnzimmer Party machen wird. Heaven nimmt eine der Flyer zur Hand, auf denen für Judes Kurs geworben wird, und wedelt damit vor meinem Gesicht herum. »Und wieso hast du nie was hiervon erzählt?« Sie runzelt die Stirn. »Sowas ist genau meine Kragenweite. Du weißt doch, dass ich da voll drauf abfahre.« Sie wendet sich ab, um Jude anzulächeln. »Tut mir leid, aber das habe ich wirklich nicht gewusst.« Achselzuckend deponiere ich meine Tasche unter dem Ladentisch und schnappe mir den Hocker neben Jude. Ich weigere mich, bei etwas mitzumachen, was nicht einmal ansatzweise stimmt. Und ich überlege, wie schnell ich sie wohl dazu überreden kann, zu verschwinden. »Na, tue ich aber. Schon seit einer ganzen Weile.« Sie zieht die Brauen hoch und sieht mich an, als wolle sie mich herausfordern, ihr zu widersprechen. Doch ich steige nicht darauf ein. »Zum Glück hat Jude gesagt, er versucht, mich da noch mit reinzuklemmen,« fügt sie mit selbstgefälligen Grinsen hinzu. Ich schieße einen Blick auf Jude ab, einen schnellen, harten, flüchtigen Blick und sehe, wie er ganz leicht die Schultern einzieht, als er in Richtung Hinterzimmer geht. Gleich darauf kommt er mit seinem Surfbrett unter dem Arm zurück und winkt uns dreien zu, als er zur Tür hinausgeht. »Ich fasse es echt nicht, dass du uns den verheimlicht hast,« stößt Miles hervor, kaum dass Jude weg ist. »Das ist sowas von egoistisch, vor allem, weil du schon eine eigene Sahneschnitte hast.« »Ich fasse nicht, dass du uns das hier verheimlicht hast,« wirft Heaven ein, den Flyer noch immer fest in der Hand. »Du hast Glück, dass er mich noch aufnimmt.« »Ich habe Glück?« Ich schüttle den Kopf. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass Heaven irgendwelche verborgenen, hellseherischen Fähigkeiten entwickelt, dass sie doch ohnehin schon viel zu viel mitbekommt. Oder zumindest dann, wenn es um Damon und mich geht. Außerdem hat der Kurs schon angefangen, deswegen hat er auch gesagt, er versucht, dich noch aufzunehmen. Ich weiß genau, dass ich alles tun werde, was nötig ist, um aus diesem Versuch ein Geht nicht zu machen. »Und was ist mit deiner Arbeit? Gibt's da keine Überschneidung?« Verneinend schüttelt sie den Kopf. Mein Widerstand macht sie nur noch entschlossener. »Nö, die haben kein Problem mit meinem Zeitplan. Das geht schon klar.« »Die?« Ich werfe ihr einen kurzen Blick zu, ehe ich nach dem Terminkalender greife und ihn in dem Versuch durchblättere, gleichgültig und unbeteiligt zu wirken, während ich in Wirklichkeit auf Alarmstufe Rot geschaltet habe. »Die Geschäftsleitung.« Sie lacht und sieht mich an. »Meinetwegen, meine Bosse.« »Ist Roman einer von deinen Bossen?« »Hallo, der geht auf die Highschool, erinnerst du dich?« Sie und Miles wechseln einen Blick, den ich lieber nicht deute. »Ich bin gestern bei euch vorbeigekommen.« Ich betrachte sie eingehend, ihre Aura, ihre Energie, gerade, dass ich nicht in ihrem Kopf hineinschaue. »Roman hat gesagt, du wärst nicht da.« »Ich weiß, das hat er mir erzählt. Wir haben uns wohl verpasst.« Sie zuckt die Schultern.
Aber auch wenn du glaubst, wir haben das Thema gewechselt, haben wir nicht. Also sag schon, was läuft denn mit dir und diesem Kurs? Warum willst du nicht, dass ich da mitmache? Weil du auf Jude stehst? Nein. Ich schaue von einem zum anderen und weiß genau, dass das zu schnell kam. Zu heftig. Und dass es ihren Verdacht nur noch bestärkt hat. Ich bin immer noch mit Damon zusammen, füge ich hinzu, auch wenn das nicht wirklich stimmt. Aber wie kann ich das ihnen gegenüber zugeben, wenn ich es nicht einmal mir selbst eingestehen kann? Nur weil er nicht zur Schule kommt, heißt das doch nicht. Ich halte inne und weiß, dass es besser ist, jetzt aufzuhören. Aber nur damit du es weißt, Anna macht da auch mit. Und ich dachte, du willst bestimmt nicht im selben Kurs sein wie sie. Im Ernst? Heaven und Miles bleibt im Mund offen stehen. Vier braune Augen starren mich an. Und was ist mit Stacia? Und Greg? Will Heaven wissen, drauf und dran, das Ganze zu vergessen, wenn das gesamte Horrorteam mit von der Partie ist. Und obgleich ich schwer versucht bin zu lügen, schüttle ich den Kopf. Nein, nur sie. Komisch, nicht? Heavens Aura flackert und flammt. Sie wägt das für und wieder ab, ihre hellseherischen Fähigkeiten an der Seite einer fiesen Zicke wie Orna zu entwickeln. Sie sieht sich im Laden um und fragt, »Also, was genau machst du hier eigentlich? Sagst du die Zukunft voraus und so?« »Ich? Nein!« Ich presse die Lippen zusammen, greife nach den Kasten mit den Kassenzetteln und gehe sie durch, bloß um ihrem durchdringenden Blick auszuweichen. »Und wer ist diese Avalon? Taugt sie was?« Ich erstarre und bringe kein Wort hervor. »Hallo, Erde an Eva. Das Schild da, direkt hinter dir. Das, auf dem steht, vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit Avalon und lassen Sie sich die Zukunft deuten.« Sie schüttelt den Kopf und es ist nur halb scherzhaft gemeint, als sie bemerkt, »Mann, bei dir läuft's wirklich nur übers gute Aussehen, wie?« »Trag mich ein«, sagt Miles. »Ich würde mir unheimlich gern von Avalon weissagen lassen. Vielleicht kann sie mir ja verraten, wo sich in Florenz die richtigen heißen Typen rumtreiben.« Er lacht. »Mich auch«, verlangt Heaven. »Ich wollte mir schon immer mal die Zukunft voraussagen lassen. Und im Augenblick käme das echt gerade richtig. Ist sie hier?« Sie sieht sich um. Ich schlucke krampfhaft. Ich hätte wissen müssen, dass es dazu kommen würde. Genau davor hat Damon mich gewarnt. Hallo? Heaven winkt und wechselt einen Blick mit Miles. Wir hätten gerne einen Termin, bitte. Ich meine, du arbeitest doch hier, oder? Ich greife unter den Ladentisch, schnappe mir das Buch und blättere es so schnell durch, dass die Daumen und Daten nur schemenhafte schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund sind. Dann knalle ich es zu und verstaue es wieder. Sie ist total ausgebucht. Okay. Heaven kneift die Augen zusammen, hat mich jetzt völlig durchschaut. Wie sieht's dann mit morgen aus? Ich schüttle den Kopf. Übermorgen? Auch ausgebucht. Nächste Woche? Tut mir leid. Nächstes Jahr? Ich zucke die Achseln. Was läuft hier eigentlich? Ich sehe, dass die beiden mich anstarren, überzeugt, dass ich ihnen entweder etwas verschweige oder vollkommen durchgeknallt bin. Oder beides. Mir ist klar, dass ich tun muss, was in meiner Macht steht, um ihren Verdacht zu zerstreuen, als ich sage, »Ich finde einfach, ihr solltet eure Kohle nicht zum Fenster rausschmeißen. So toll ist sie nicht. Ein paar Leute haben sich beschwert.« Mal schüttelt den Kopf und sieht mich an. »Super Geschäftsgebaren, Eva.« Heaven jedoch lässt nicht locker. Unverwandt sieht sie mich an und nickt bedächtig mit dem Kopf, während sie verkündet, »Na ja, das hier ist bestimmt nicht der einzige Laden, wo man sich die Zukunft vorhersagen lassen kann. Und aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem seltsamen, unbekannten Grund, bin ich jetzt versessener darauf als je zuvor.« Damit hängt sie sich ihre Tasche über die Schulter, greift nach Miles Hand und zieht ihn mit, als sie auf die Tür zumarschiert. »Ich weiß nicht, was bei dir abgeht, aber du benimmst dich in letzter Zeit echt merkwürdig. Noch merkwürdiger als sonst.« Über die Schulter hinweg wirft sie mir einen sprechenden Blick zu, den ich lieber nicht interpretiere.
Ganz im Ernst, Eva, wenn du auf Jude stehst, dann sag's doch einfach. Allerdings solltest du es vielleicht zuerst mal Damon sagen. So viel Höflichkeit hat er verdient. Findest du nicht? Ich stehe nicht auf Jude. Ich gebe mir Mühe, gelassen zu wirken. Ganz gefasst, doch es geht voll daneben. Außerdem kommt es sowieso nicht mehr darauf an. Sie sind bereits überzeugt, dass es so ist. Alle sind überzeugt. Alle außer mir. Und glaub mir, hier geht überhaupt nichts ab. Außer Prüfungen schreiben, Pläne für Miles Party machen und der ganze, übliche Kram. Meine Stimme erstirbt und mir ist klar, dass keiner von uns das glaubt. Und wo ist dann Damon? Wieso lässt er sich überhaupt nicht mehr sehen? Will Heaven wissen, während Miles neben ihr steht und nickt. Sie lässt mir ein paar Sekunden Zeit, um zu antworten, ehe sie hinzusetzt. Weißt du, Freundschaften sollten eigentlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Auf Geben und Nehmen. Auf Vertrauen. Aber aus irgendeinem Grund denkst du, du musst die ganze Zeit total auf perfekt machen. Als ob in deinem perfekten, hübschen Leben nie was schiefläuft. Als ob dich nie irgendwas genervt oder dich runterzieht. Und ich bin hier, um dir zu sagen, dass Miles und ich dich trotzdem gern haben. Ob du es glaubst oder nicht. Auch wenn du mal einen nicht perfekten Moment hast. Verdammt, sogar wenn du mal einen nicht perfekten Tag erwischt hast. Dann sitzen wir in der Mittagspause trotzdem mit dir zusammen und simsen dir während des Unterrichts irgendwas. Denn verlass dich drauf, Eva. Deine Vollkommenheitsnummer nehmen wir dir sowieso nicht ab. Ich hole tief Luft und nicke. Mehr geht nicht. Meine Kehle ist so eng und heiß, dass ich beim besten Willen nicht sprechen kann. Mir ist klar, dass sie warten. Beide stehen an der Tür und sind bereit zu bleiben, wenn ich es nur sage. Wenn ich den Mut finde, mich zu öffnen. Und ihnen genug vertraue, um ihnen zur Abwechslung mal mein Herz auszuschütten. Doch ich kann nicht. Wer weiß, wie sie reagieren würden, und ich habe schon genug um die Ohren. Also lächle ich bloß und winke und verspreche, mich später bei ihnen zu melden. Und versuche, mich nicht innerlich zu krümmen, als sie die Augen verdrehen und gehen. Ich sitze im Hinterzimmer über das Buch gebeugt, als Jude hereinkommt. Er ist überrascht, dass ich noch da bin. Ich habe deinen Wagen hinten stehen sehen und wollte nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Er bleibt im Türrahmen stehen und sieht mich mit schmalen Augen an, ehe er sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch fallen lässt, wo er mich noch ein wenig weiter begutachtet. Ich blicke mit geröteten Augen von dem Buch auf und schaue auf die Uhr. Verblüfft stelle ich fest, wie spät es geworden ist. Es überrascht mich, dass ich schon so lange hier bin. Ich habe mich wohl ein bisschen festgelesen. Da muss man sich durch eine ganze Menge durchwühlen. Damit schließe ich das Buch und schiebe es zur Seite. Und das meiste davon ist nutzlos, füge ich hinzu. Weißt du, du brauchst hier nicht die Nacht durchzumachen. Du kannst es gern mit nach Hause nehmen, wenn du möchtest. Ich denke an zu Hause und die Nachricht, die Sabine vorhin auf meiner Mailbox hinterlassen hat, in der sie mich von ihren Plänen in Kenntnis setzt, heute Abend für Mr. Munoz zu kochen. Entsprechend ist zu Hause der letzte Ort, wo ich im Augenblick sein möchte. Nein, danke. Ich schüttle den Kopf. Ich bin fertig. Mir wird klar, dass ich das ernst meine, in jeder nur möglichen Auslegung. Dafür, dass das Buch so viel versprochen hat, habe ich bis jetzt nur Findezauber, Liebeszauber und eine zweifelhafte Heilbehandlung für Warzen mit unklarem Ausgang darin entdeckt. Nichts darüber, wie man die Auswirkung eines kontaminierten Elixiers rückgängig macht oder wie man einen gewissen jemand dazu bringt, mit dem einzigen herauszurücken, das ich wirklich wissen muss.
nichts, was für mich auch nur im Mindesten vielversprechend aussieht. Kann ich helfen? Erkundigt er sich und liest mir die Niederlage vom Gesicht ab. Ich setze zu einem Kopfschütteln an, denn ich weiß genau, dass er das nicht kann. Doch dann besinne ich mich eines Besseren. Vielleicht ja doch. Ist sie hier? Mit angehaltenem Atem starre ich ihn an. Riley, ist sie da? Er schaut rechts an mir vorbei und schüttelt dann den Kopf. Tut mir leid, ich habe sie seit... Obwohl seine Stimme verebbt, wissen wir beide, wie der Satz endet. Er hat sie seit gestern nicht mehr gesehen, seitdem er uns am Strand ertappt hat. Einen Moment, den ich lieber vergesse. Also, wie genau bringt man jemanden bei? Du weißt schon, Geister zu sehen. Einen Augenblick lang reibt er sich das Kinn, während seine Augen die meinen erforschen. Ich kann nicht unbedingt jemanden beibringen, sie zu sehen. Damit lehnt er sich auf seinem Stuhl zurück und legt den nackten Fuß aufs Knie. Jeder Mensch ist anders, mit anderen Begabungen und Fähigkeiten. Manche sind von Natur aus Clairvoyants, haben die Fähigkeit zu sehen. Oder Clairaudients, die können hören. Oder Clairsentients. Können spüren. Ich nicke. Ich weiß bereits, wohin das hier führt, und ich will endlich zu den netten Dingen kommen. Zur Sache. Zu dem Teil, der mir weiterhilft. Und was bist dann du? Alles drei. Ach ja, und auch noch Clairson. Er lächelt. Ein rasches, freundliches Grinsen, das praktisch das Zimmer erhellt und bei dem mir wieder ganz komisch im Magen wird. Das bist du wahrscheinlich auch. Das alles, meine ich. Der Trick besteht darin, deine Vibration weit genug zu steigern. Dann bin ich sicher. Er sieht mich an und merkt, dass ich nach Vibration nicht mehr mitgekommen bin und fügt hinzu, alles ist Energie. Das weißt du doch, oder? Diese Worte versetzen mich zurück zu jenem Abend am Strand, erst vor ein paar Wochen, als Damon genau dasselbe gesagt hat. Über Energie, Vibrationen, all das. Mir fällt wieder ein, wie ich mich damals gefühlt habe, dass ich solche Angst hatte, ihm zu gestehen, was ich getan hatte. Dass ich naiv genug war zu glauben, das sei mein größtes Problem. Schlimmer könnte es nicht werden. Ich sehe Jude an, dessen Mund sich immer noch bewegt, während er immer weiter doziert und Energie, Vibration und die Fähigkeit der Seele erklärt, weiterzuleben. Doch alles, woran ich denken kann, sind wir drei. Damon, ich und er. Und ich frage mich, wie wir vielleicht zusammenpassen. Wie wir wirklich zusammenpassen. Wie denkst du eigentlich über frühere Leben? Falle ich ihm ins Wort. Du weißt schon, Reinkarnation. Glaubst du an sowas? Glaubst du, die Menschen haben wirklich Karma von früher übrig, das sie bearbeiten müssen? Immer wieder, bis sie es richtig hinkriegen? Dann halte ich den Atem an und frage mich, was er wohl antworten wird. Ob er irgendwelche Erinnerungen an uns hat. Daran, wie wir einst waren. Warum nicht? Er zuckt die Achseln. Karma sticht zu ziemlich alles. Außerdem war es nicht Eleanor Roosevelt, die gesagt hat, wenn sie in irgendeinem anderen Leben auftauchen würde, wäre das ihrer Meinung nach nicht ungewöhnlicher, als dass sie in ihrem jetzigen wäre. Glaubst du etwa, ich werde der alten Eleanor widersprechen? Er lacht. Ich lehne mich zurück, betrachte ihn und wünsche mir, er wüsste Bescheid über unsere verworrene Vergangenheit. Und wenn auch aus keinem anderen Grund als dem, alles offen auf den Tisch zu legen, sodass ich Damon Bericht erstatten und beweisen kann, dass es damit vorbei ist. Und da ich insgeheim denke, dass es wohl mein Job ist, die Dinge am Laufen zu halten, atme ich tief durch und frage, hast du schon mal von jemandem namens Bastien de Kohl gehört? Blinzelnd sieht er mich an. Das war ein Holländer, ein Künstler. Hat gemalt und so. Kopfschüttelnd schaue ich weg und komme mir albern vor, damit angefangen zu haben. Ich meine, wie soll ich denn jetzt weitermachen? Also nur, dass du Bescheid weißt, Bastien, das warst du, vor über 100 Jahren. Und die Frau, die du gemalt hast, war ich? Jetzt sehe ich ihn vor mir sitzen, ganz offensichtlich vollkommen ahnungslos, worauf ich hinaus will.
Und abgesehen davon, ihn ins Sommerland zu eskortieren und die Galerie wiederherstellen zu lassen, was ich beides nicht tun werde, gibt es keine Möglichkeit weiterzumachen. Ich werde es einfach aussitzen müssen, werde warten müssen, bis meine 3 einsamen Monate zu Ende sind. Energisch schüttle ich den Kopf, entschlossen, das hinter mir zu lassen und mich mit dem zu befassen, was vor mir liegt. Also sehe ich ihn an, räuspere mich und frage, und wie genau steigert man seine Vibration? Als wir schließlich fertig sind, bin ich nicht näher daran, mich mit Toten zu unterhalten, als vorher. Zumindest nicht mit der Toten, die mich tatsächlich interessiert. Obwohl sich jede Menge andere Fehlinkarnierte bemerkbar gemacht haben, aber die habe ich so ziemlich alle abgeblockt. Man braucht Übung. Jude schließt die Ladentür ab und begleitet mich zu meinem Auto. Ich habe jahrelang jede Woche in einem spirituellen Zirkel gesessen, bis meine Kräfte völlig zurückgekehrt sind. Ich dachte, die hättest du schon von Geburt an gehabt. Hatte ich auch, nickt er. Aber nachdem ich sie so lange blockiert habe, musste ich mich echt anstrengen, sie neu zu entwickeln. Ich seufze unwillkürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, einer Gruppe beizutreten, die Seancen abhält, und ich wünschte, es gäbe eine einfachere Methode. Sie besucht dich in deinen Träumen, weißt du? Ich verdrehe die Augen und muss an jenen einen verrückten Traum denken, und ich weiß genau, dass es auf keinen Fall Riley war. Doch er sieht mich nur an und nickt, als er hinzufügt. Natürlich tut sie das. Das machen sie immer. So kommt man am leichtesten durch. An meine Wagentür gelehnt, die Schlüssel in der Hand, sehe ich ihn an. Mein Blick wandert über sein Gesicht. Mir ist klar, dass ich losfahren, dass ich gute Nacht sagen und mich auf den Weg machen sollte. Doch aus irgendeinem Grund bin ich unfähig, mich zu rühren. Nachts übernimmt das Unterbewusstsein die Regie und befreit uns von all den üblichen Beschränkungen, die wir uns selbst auferlegen. Von all dem, was wir verdrängen. Von dem wir uns einreden, es könne nicht passieren. Dass mystische Dinge gar nicht möglich sind. Und dabei ist das Universum in Wirklichkeit magisch und mysteriös und viel gewaltiger, als es den Anschein hat. Und nur ein hauchdünner Energieschleier trennt uns von ihnen. Ich weiß, es ist verwirrend, ihre Art, in Symbolen zu kommunizieren. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie viel davon wir selbst sind, die Art und Weise, wie wir Informationen einordnen und wie viel sie und die Einschränkungen, wie viel sie verraten dürfen. Ich hole tief Luft und mein ganzer Körper schauert, obgleich mir eigentlich nicht kalt ist. Ich grusele mich eher, grusele mich vor seinen Worten, in seiner Gegenwart, davor, wie ich mich dabei fühle. Aber kalt ist mir nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Unwillkürlich überlege ich, was Riley wohl mit dem Gefängnis aus Glas gemeint haben könnte. Damit, wie ich Damon sehen konnte, aber er mich nicht. Ich versuche das Ganze zu betrachten, als wäre es ein Aufsatzthema, wie Symbolismus in einem Buch. Frage mich, ob das heißen soll, dass Damon irregeleitet ist, dass er nicht sehen kann, was genau vor ihm ist. Und wenn ja, was hat das zu bedeuten? Nur weil man etwas nicht sehen kann, heißt das nicht, dass es nicht existiert, sagt er, und seine Stimme ist der einzige Laut in der stillen Nacht. Ich nicke und denke, dass ich das besser wissen sollte als jeder andere, während Jude vor mir steht und immer weiter über Dimensionen um das Jenseits doziert und darüber, dass die Zeit nur ein erfundenes Konzept ist, das gar nicht wirklich existiert, und ich frage mich, was er wohl tun würde, wenn ich ihm ein ganz besonderes Geschenk machen würde. Wenn ich ihn einfach bei der Hand nehme, die Augen schließe und ihn ins Sommerland mitnehmen würde, um ihm zu zeigen, wie tief es wirklich reicht. Er erwischt mich. Erwischt mich dabei, wie ich ihn ansehe. Wie mein Blick über seine glatte, dunkle Haut wandert, über seine goldenen Dreadlocks, die Narbe, die seine Stirn spaltet, bis er schließlich auf diese meergrünen Augen trifft. So tief, so wissend, dass ich rasch wegschaue. Eva, stöhnt er auf, und seine Stimme ist schwer und leise, als er die Hand nach mir ausstreckt. Eva, ich... Doch ich schüttle nur den Kopf und wende mich ab, steige ins Auto und fahre rückwärts aus dem Parkplatz. Dann schaue ich in den Rückspiegel und sehe ihn immer noch dort stehen und mir nachblicken.
und sein Blick lässt seine Sehnsucht deutlich erkennen. Wieder schüttle ich den Kopf, konzentriere mich von neuem auf die Straße und sage mir, dass jene Vergangenheit, das, was ich einst empfunden habe, nichts mit meiner Zukunft zu tun hat. Ursprünglich war die Party für Samstag geplant, doch da Malton Anfang nächster Woche abreist und bis dahin noch so viel zu tun ist, haben wir sie auf Donnerstag verlegt, den letzten Schultag. Und obgleich ich es eigentlich besser weiß, obwohl mir klar ist, dass Damon jemand ist, der zu seinem Wort steht, bin ich dennoch enttäuscht, als ich zum Englischunterricht komme und er nicht da ist. Ich werfe einen raschen Blick auf Stacia, die höhnisch grinst und den Fuß vorstreckt, als ich versuche, mich an ihr vorbeizulavieren, während Honor neben ihr sitzt und mitmacht, obwohl sie mir kaum in die Augen sehen kann. Nicht bei dem Geheimnis, das wir teilen. Und als ich mich hinsetze und mich umschaue, ist eines klar. Alle haben einen Partner, einen Freund oder eine Freundin, mit dem sie reden können. Alle außer mir. Nachdem ich den größten Teil des Schuljahrs damit verbracht habe, mich mit jemandem anzufreunden, der sich weigert, hier aufzutauchen, ist sein Platz neben mir betrüblich leer. Wie ein großer Eisblock dort, wo sonst die Sonne war. Während also Mr. Robbins ohne Ende über irgendetwas redet, was eigentlich niemand richtig interessiert, ihn selbst eingeschlossen, lenke ich mich ab, indem ich meinen Schutzschild herunterfahre und meine Quantenfernbedienung auf meine sämtlichen Klassenkameraden richte. Eine Kakophonie aus Farben und Geräuschen erfüllt das Klassenzimmer und erinnert mich daran, wie mein Leben früher war. Mein Leben vor Damon, als ich ständig total überflutet wurde. Ich stimme mich auf Mr. Robbins ein, der sich auf den Augenblick freut, wenn es zum letzten Mal klingelt und er einen schönen, langen Sommer ohne uns genießen kann. Dann auf Greg, der vorhat, heute Abend mit Honor Schluss zu machen, damit er die nächsten 3 Monate voll ausnutzen kann. Und weiter zu Stacia, die sich noch immer nicht an ihre kurze Zeit mit Damon erinnern kann, obwohl sie definitiv nach wie vor scharf auf ihn ist. Nachdem sie vor kurzem herausgefunden hat, wo er immer surft, plant sie den Sommer in diversen, ständig wechselnden Bikinis zu verbringen, entschlossen, das letzte Schuljahr an seinem Arm anzutreten. Und obwohl es mich ärgert, das zu sehen, zwinge ich mich, es mit einem Achselzucken abzutun und Honor anzupeilen. Überrascht stelle ich fest, dass sie ein ziemliches Programm hat. Eins, das nichts mit Stacia oder Greg zu tun hat, sondern durchweg mit ihrem wachsenden Interesse für die Künste. Ich fokussiere mich auf sie und blende alle anderen aus, um sie besser sehen zu können. Ich bin neugierig, woher das plötzliche Interesse an Magie rührt. Vermutlich eine harmlose Schwärmerei für Jude, doch zu meiner Verblüffung sehe ich, dass es nichts dergleichen ist. Sie hat es satt, der Schatten zu sein, den das Scheinwerferlicht wirft, das B, das auf das A folgt, hat das Leben auf der zweiten Leitersprosse satt und sie plant den Tag, an dem das Blatt sich wendet. Jetzt wirft sie einen schnellen Blick über die Schulter, schaut mich direkt an und ihre Augen werden schmal, als wüsste sie, was ich sehe. Und wolle mich herausfordern, sie daran zu hindern. Sie hält noch immer Blickkontakt, als Stacia ihren Arm anstößt, mich ansieht und mit den Lippen das Wort Freak formt. Ich verdrehe die Augen und will mich gerade abwenden, als Stacia ihr Haar über die Schulter wirft, sich zu mir herüberbeugt und fragt, »Sag mal, was ist eigentlich mit Damon? Hat dein Zauber aufgehört zu wirken? Hat er herausgefunden, dass du eine Hexe bist?« Ich schüttle den Kopf und lehne mich auf meinem Stuhl zurück. Die Beine übereinander geschlagen, die Hände auf der Schreibplatte gefaltet. Projiziere ein Bild absoluter Gelassenheit, während ich sie mit einem so tiefgründigen Blick bedenke, dass sie sich unwillkürlich krümmt.
Sie ist überzeugt, dass ich die einzige Hexe hier im Raum bin und hat keine Ahnung, dass ihr getreuter Lakai ihren eigenen magischen Coup bereits geplant hat. Mein Blick huscht zu Orna hinüber, spürt ihren Trotz, einen ganz neu gefassten Mut, den sie noch nie gezeigt hat. Unsere Blicke halten einander fest, dehnen sich aus, bis ich schließlich wegschaue und mir sage, dass mich das nichts angeht. Ich habe kein Recht, in ihre Freundschaft vorzustoßen, kein Recht, mich einzumischen. Also schließe ich sämtliche Farben und Laute aus, während ich auf meine Schreibplatte hinabblicke und ein Feld mit roten Tulpen auf mein Heft male. Für einen Tag habe ich genug gesehen. Als ich zum Geschichtsunterricht komme, ist Roman bereits da. Er hängt direkt vor der Klassentür herum und unterhält sich mit einem Typen, den ich noch nie gesehen habe. Sobald ich näher komme, verstummen die beiden und drehen sich zu mir um, um mich ausgiebig zu betrachten. Ich erreiche die Tür in dem Moment, in dem Roman mir den Weg versperrt und lächelt, als meine Hand versehentlich seine Hüfte streift. Und er lacht noch immer, als ich wegzucke und zurückweiche. Seine tiefblauen Augen blicken in meine, als er sich erkundigt: Kennt ihr euch eigentlich schon? Mit einem Kopfnicken deutet er auf seinen Freund. Ich verdrehe die Augen. Ich will nur ins Klassenzimmer und es hinter mich bringen. Will dieses ganze fürchterliche vorletzte Schuljahr abhaken und ich bin vollauf bereit, ihn beiseite zu rammen, wenn es sein muss. Seine Zunge schnalzt gegen seine Wange, als er bemerkt: So was von unfreundlich. Im Ernst, Eva, du hast keine Manieren. Aber nichts liegt mir ferner, als etwas zu erzwingen. Also, vielleicht ein anderes Mal. Er nickt seinem Freund zu, woraufhin dieser davongeht, und ich will mich gerade ins Klassenzimmer drängen, als ganz am Rand meines Blickfelds etwas aufscheint. Das Fehlen einer Aura. Die physische Vollkommenheit. Und ich bin mir sicher, wenn ich genau hinsehen würde, würde ich ein Ouroboros-Tattoo finden, das es bestätigt. »Was hast du vor?«, frage ich, und mein Blick heftet sich auf Roman, während ich mich frage, ob sein »Freund« einer der lange verstollenen Waisen ist oder irgendeine unglückliche Seele, die er vor kurzem verwandelt hat. »Das ist alles ein Teil des Rätsels, Eva. Das Rätsel, das du sehr bald wirst lösen müssen. Aber warum gehst du fürs Erste nicht rein und polierst deine Geschichtskenntnisse ein bisschen auf? Glaub mir.« Er lacht. »Es hat keine Eile. Deine Zeit kommt bald.« Obwohl ich Sabine gesagt habe, sie könne Mr. Monos ruhig zur Party einladen, ist sie schlau genug, eine halbherzige Einladung zu erkennen, wenn sie eine hört. Also hat sie andere Pläne gemacht. Ein Glück für uns. Ich bereite alle möglichen Sachen vor, die an Italien erinnern. Berge von Spaghetti, Pizza, Cannelloni und schmücke das Haus mit roten, weißen und grünen Luftballons und einer Riesenmenge Gemälde. Manifestiere Repliken von Botticellis Primavera und Geburt der Venus, der Venus von Urbino, von Tizian und von Michelangelo, Donitondo, sowie einem lebensgroßen David draußen am Pool. Dabei muss ich die ganze Zeit daran denken, wie Riley und ich damals das Haus für jene schicksalhafte Halloween-Party dekoriert haben, an dem Abend, an dem ich Damon geküsst habe. An dem Abend, an dem ich Ava und Rina zum ersten Mal begegnet bin. Der Abend, der alles verändert hat. Ich halte kurz inne, um alles zu begutachten, ehe ich zur Couch gehe und die Lotusposition einnehme. Dann schließe ich die Augen und konzentriere mich darauf, meine Vibration zu steigern, so wie Jude es mich gelehrt hat. Riley fehlt mir so sehr, dass ich eigene Seancen abhalte und entschlossen bin, jeden Tag ein bisschen zu üben, bis sie erscheint.
Ich bringe den ganzen üblichen Lärm und das Geplapper in meinem Verstand zum Schweigen und bleibe dabei doch offen, empfänglich für alles, was mich umgibt. Dabei hoffe ich auf irgendeine Art von Veränderung, ein unerklärtes Frösteln, den Hauch eines Geräuschs, irgendein Zeichen, das beweist, dass sie nahe ist. Doch ich bekomme nur einen Strom aufdringlicher Geister, die keinerlei Ähnlichkeit mit der vorlauten 12-jährigen Schwester haben, nach der ich suche. Und ich will gerade Schluss machen, als ein wabbender Umriss vor mir zu schimmern beginnt. Ich beuge mich vor, bemühe mich zu sehen, als zwei hohe Stimmchen sagen, »Was machst du denn?« Sobald ich sie erblicke, springe ich auf. Ich weiß, dass er sie hergebracht hat und hoffe, ihn noch zu fassen zu bekommen, ehe er wieder verschwindet. Mein Losstürmen wird ausgebremst, denn Romy legt mir die Hand auf den Arm. »Wir haben den Bus genommen und sind den Rest gelaufen. Es tut mir leid, Damon ist nicht hier.« Atemlos, aller Hoffnung beraubt, blicke ich von einem Zwilling zum anderen und gebe mir Mühe, mich zu fassen, während ich erwidere, »Oh, also, was gibt's denn?« Ich überlege, ob sie wohl wegen der Party hier sind, ob Heaven sie eingeladen hat. »Wir müssen mit dir reden.« Romy und Rhiney wechseln einen raschen Blick, bevor sie sich auf mich konzentrieren. »Es gibt da etwas, das du wissen musst.« Ich kann es kaum erwarten, dass sie damit herausrücken, dass sie mir erzählen, wie unglücklich Damon geworden ist, wie er seinen Trennungsentschluss bereut, wie verzweifelt er mich zurückhaben will. »Es geht um Roman«, verkündet Rhiney, den Blick fest auf mich gerichtet. Sie liest in meiner Miene, wenn auch nicht in meinen Gedanken. »Wir glauben, er macht andere Unsterbliche, wie dich. Nur, dass sie eben nicht so sind wie du«, fügt Romy hinzu. »Denn du bist nett und all sowas und gar nicht böse wie er.« Rhiney ist wohl nicht gewillt, mich in diese Beschreibung mit einzuschließen. »Weiß Damon davon?« Ich schaue zwischen ihnen hin und her, will das Zimmer mit seinem Namen füllen, ihn wieder und wieder herausschreien. »Ja, aber er tut nichts.« Sie seufzt. »Er sagt, sie haben das Recht, hier zu sein, solange sie keine Bedrohung darstellen.« »Und tun sie das?« Wieder zuckt mein Blick zwischen ihnen hin und her. »Stellen sie eine Bedrohung dar?« Die beiden sehen sich an und kommunizieren in ihrer stummen Zwillingssprache. Dann wenden sie sich wieder mir zu. »Wir sind uns nicht ganz sicher. Rhiney bekommt allmählich wieder ein bisschen Gefühl, und manchmal scheint es, als würden meine Visionen zurückkommen. Aber es geht alles ganz schön langsam. Deshalb haben wir überlegt, ob wir wohl mal einen Blick in das Buch werfen dürften. Du weißt schon, das Buch der Schatten, das du im Laden aufbewahrst. Wir denken, das könnte vielleicht helfen.« Mit zusammengekniffenen Augen betrachte ich sie misstrauisch und frage mich, ob sie sich wirklich wegen Romans Lakaien Sorgen machen oder ob sie ganz einfach versuchen, mich gegen Damon auszuspielen, um zu bekommen, was sie wollen. Dennoch besteht kein Zweifel, dass es wahr ist. Nach letzter Zählung gab es 3 neue Unsterbliche in der Stadt, alle in Romans Umfeld, die möglicherweise alle nichts Gutes im Schilde führen, obwohl sie bisher nichts getan haben, was das beweisen würde. Trotzdem, ich will nicht, dass sie denken, ich wäre so leicht, um den Finger zu wickeln. Und Damon ist damit einverstanden? Wir drei sehen uns an. Und wir drei wissen, dass es nicht so ist. Die beiden wechseln in stummer Zwiesprache Blicke. Dann übernimmt Rhiney die Führung. »Hör zu, wir brauchen Hilfe. Damons Methode ist viel zu langsam. Und wenn das so weitergeht, dann sind wir 30, ehe unsere Kräfte zurückkehren. Und ich weiß nicht genau, wer weniger scharf drauf ist. Wir oder du?« Ich mache keinerlei Anstalten zu widersprechen. Schließlich wissen wir beide, dass es stimmt. »Wir brauchen etwas, das funktioniert, das schnellere Ergebnisse bringt. Und wir haben nichts, wohin wir uns wenden können, außer an dich und das Buch.« Wieder schaue ich von einer zur anderen. Dann werfe ich einen Blick auf die Uhr und überlege, ob ich es zur Buchhandlung schaffen, das Buch holen und rechtzeitig für die Party wieder hier sein kann. In Anbetracht dessen, wie schnell ich mich fortbewegen kann und dass es bis zur Party noch Stunden sind, ist eindeutig klar, dass dem so ist. »Renn oder geh langsam. Ganz egal.« Rhiney nickt und weiß, dass es so gut wie abgemacht ist. »Wir warten hier auf dich.«
Ich gehe zur Garage. Zuerst denke ich, dass Laufen vielleicht schön wäre. Wenigstens fühle ich mich dabei stark und unbesiegbar und von den Problemen, mit denen ich es zu tun habe, nicht ganz so überfordert. Aber da es draußen noch hell ist, fahre ich stattdessen mit dem Auto. Als ich beim Laden ankomme, macht Jude gerade früh Feierabend. Der Schlüssel steckt noch in der Tür, als er fragt, »Wolltest du nicht eine Party schmeißen?« Sein Blick wandert über mein T-Shirt, meine Shorts und die Flipflops. »Ich habe was vergessen. Dauert auch nicht lange. Also geh ruhig. Keine Sorge. Ich kann abschließen.« Er legt den Kopf schief und merkt genau, dass irgendetwas im Busch ist. Trotzdem öffnet er die Tür und bedeutet mir einzutreten. Dann folgt er mir auf dem Fuß, sieht von der Tür aus zu, wie ich die Schublade öffne und den Geheimriegel hebe. Gerade will ich das Buch herausholen, als er sagt, »Du glaubst nie im Leben, wer heute vorbeigeschaut hat.« Ich werfe ihm einen kurzen Blick zu, dann öffne ich meine Tasche und versenke das Buch darin. »Ava«, verkündet er. Ich erstarre und mein Blick sucht seine Augen. »Ist nicht wahr?« Er nickt. Ich schlucke heftig. Mein Magen fühlt sich an wie ein wild hüpfender Pingpongball, als ich meine Stimme wiederfinde. »Was wollte sie denn?« »Ihren Job, nehme ich an.« Jude zuckte die Achseln. »Sie hat als Selbstständige gearbeitet und wollte etwas Festeres. Schien ziemlich überrascht zu sein, als ich ihr erzählt habe, dass ich stattdessen dich eingestellt hätte.« »Du hast es ihr gesagt? Das mit mir?« Unbehaglich tritt er von einem Fuß auf den anderen und sieht mich an. »Na ja, ja. Ich dachte, da ihr beide doch Freundinnen seid und so.« »Und was hat sie gesagt, als du es ihr erzählt hast? Was genau hat sie gesagt?« Mein Herz hämmert, meine Augen weichen nicht von seinen. »Gar nichts, wirklich. Allerdings schien sie ziemlich verblüfft zu sein.« »Verblüfft, dass ich hier bin? Oder verblüfft, dass du mich eingestellt hast?« Er steht einfach nur da und blinzelt. Nicht gerade die Antwort, die ich brauche. »Hat sie irgendetwas über Damon gesagt? Oder über mich? Oder über Roman? Oder sonst was? Irgendwas? Du musst mir alles erzählen. Lass nichts aus.« Die Hände in einer spielerischen Geste des Aufgebens erhoben, tappt er rückwärts auf den Flur hinaus. »Glaub mir, damit hat es sich so ziemlich. Danach ist sie gegangen. Also gibt's da gar nichts groß zu erzählen. Jetzt komm schon, lass uns abhauen. Du willst doch wohl nicht zu spät zu deiner eigenen Party kommen, oder?« Jude hatte zwar angeboten, mir bis nach Hause hinterherzufahren und mir zu helfen, alles vorzubereiten, doch ich wollte vor ihm geheim halten, dass ich das Buch für die Zwillinge geholt hatte. Also dachte ich mir irgendeine Ausrede aus, von wegen, ich bräuchte noch Plastikbecher und bat ihn, im Drogeriemarkt vorbeizuschauen und welche zu besorgen. Am liebsten in Rot, Weiß und Grün. Dann verstieß ich bis nach Hause gegen sämtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und übergab die Beute. »Zuerst ein paar Grundregeln«, verkünde ich und halte das Buch fest, trotz zweier wild danach greifender Händepaare. »Ich kann euch das Ding nicht einfach überlassen, es gehört mir nicht, und ihr könnt es nicht mit nach Hause nehmen, dann flippt Damon aus. Also ist die einzige Möglichkeit, wie ihr all das umgehen könnt, dass ihr hier darin lest.« Die beiden sehen sich an, ganz offensichtlich gefällt ihnen das nicht, doch sie haben keine andere Wahl. »Hast du es gelesen?« Romy sieht mich unverwandt an. Ich zucke die Achseln. Ich hab's mit Intuition versucht, aber dabei ist nicht viel herausgekommen. Es ist mehr ein Tagebuch als irgendetwas anderes. Rani verdreht die Augen und greift abermals nach dem Buch, während ihre Schwester sagt, »Du musst tiefer blicken, lies zwischen den Zeilen.« Verständnislos schaue ich von einer zur anderen. »Du schlitterst nur an der Oberfläche entlang.
Das Buch ist nicht nur in thebanischen Code geschrieben, die Worte selbst sind auch ein Code. Ein Code innerhalb eines Codes, erklärte Rani. Von einem Zauber geschützt, hat Judy das nicht gesagt? Ich erstarre und denke, dass er das ganz bestimmt nicht getan hat. Komm, wir zeigen's dir, sagt Romy. Ihre Schwester schnappt sich das Buch, während wir die Treppe hinaufgehen. Wir geben dir Unterricht. Ich lasse die Zwillinge im Wohnzimmer zurück, beide immer noch über das Buch gebeugt, während ich in meinen begehbaren Kleiderschrank trete und nach der Schachtel auf dem obersten Board greife. Daraus hole ich mein Sortiment an Kristallen und Kerzen hervor, an Ölen und Kräutern, all das Zeug, das noch von den Elixieren übrig ist, die ich kurz vor dem blauen Mond gebraut hatte, und manifestiere alles, was noch auf der Liste steht. Sandelholz, Weihrauch und eine Atame. Ein zweischneidiges Messer mit juwelenbesetztem Griff, ganz ähnlich wie der Dolch, den Dämon damals erschaffen hat. Dann lege ich alles ordentlich zurecht, ehe ich aus meinen Kleidern schlüpfe und mein Amulett abnehme. Das lege ich auf das Board, neben die kleine Metallic-Abentasche, die mir Sabine vor ein paar Monaten geschenkt hat. Mir ist klar, dass der tiefe V-Ausschnitt des Kleides, das ich zu tragen beabsichtige, kein Versteck für das Amulett bietet. Außerdem werde ich es nach dem Ritual, das ich plane, auch nicht mehr brauchen. Danach werde ich gar nichts mehr brauchen. Dank Romy und Rani ist mir der Schlüssel gegeben worden, nachdem ich die ganze Zeit gesucht habe. Was dazu nötig war, war eine Art Passwort, dass wir drei einen Kreis bilden, mit dem Buch in der Mitte, an den Händen gefasst, und jeder von uns einen Vers wiederholt, der folgendermaßen geht. In den Welten der Magie ist dieses Buch daheim, für das wir die Erwählten sind, auf das wir kehren heim. In mystischen Gefilden weilen wir zur Zeit, betrachten dieses Werk und sehen, was darin liegt bereit. Mit den beiden neben mir presste ich die Hände auf die Vorder- und Rückseite des Buches. Furchtsam und fasziniert zugleich, als es sich in einem Seitenwirbel öffnete, bis genau die richtige Stelle aufgeschlagen blieb. Ich kniete davor nieder und traute meinen Augen kaum. Was früher eine Reihe verworrener, schwer zu entziffernder Codewörter gewesen war, war zu einem simplen Rezept geworden, was genau angab, was ich brauchte. Ich werfe meine schmutzigen Sachen in den Wäschekorb und greife nach dem weißen Seidenborgenmantel, den ich kaum jemals trage, der aber für das Ritual genau richtig sein wird. Damit gehe ich ins Badezimmer, wo ich die Wanne für ein schönes, langes, heißes Bad volllaufen lasse. Laut dem Buch ist das der erste wichtige Schritt bei jedem Ritual. Nicht nur, um den Körper zu reinigen und den Geist von aller Negativität und allen ablenkenden Gedanken zu befreien, sondern auch, um sich Zeit dafür zu nehmen, sich auf den Zweck des Zaubers zu besinnen, auf das Ergebnis, das man zu sehen wünscht. Ich lasse mich ins Wasser gleiten, streue eine Prise Salbei und Beifuß hinein und füge noch einen durchsichtigen Quarz hinzu, um mir bei meiner Suche zu helfen und meinen Blick zu fokussieren. Dann schließe ich die Augen und rezitiere in einer Art Sprechgesang: Reinige und stärke meinen Leib, dass meine Magie rechte Blüte treibt. Mein Geist neu geboren, zum Flug aufgerafft, gibt heute Nacht meinem Zauber Kraft. Dabei stelle ich mir die ganze Zeit Roman vor, hochgewachsen, gebräunt und mit goldenem Haar, wie seine blauen Augen in meine blicken, während er sich für die schrecklichen Schwierigkeiten entschuldigt, die er uns bereitet hat, wie er um Verzeihung bittet und seine Hilfe anbietet, wie er bereitwillig das Gegengift für das Gegengift herausrückt und bekehrt und bereit, seine Fehler einzusehen. Wieder und wieder lasse ich diese Vision ablaufen, bis meine Haut ganz schrumpelig ist und es Zeit wird, weiterzumachen. Also steige ich aus der Wanne und ziehe meinen Morgenmantel an, gesäubert und gereinigt und vorbereitet. Ich lege meine Werkzeuge bereit, entzünde den Weihrauch. Dreimal führe ich das Messer durch den Rauch, während ich sage: Ich rufe die Luft auf, die dunklen Energien aus diesem Atheme zu vertreiben, auf das nur das Licht zurückbleibt. Ich rufe das Feuer auf, alles Negative aus diesem Atheme herauszubrennen, auf das nur das Gute zurückbleibt. Diesen Vers wiederhole ich für die restlichen Elemente, rufe Wasser und Erde auf, um alles Dunkle zu vertreiben. Dann schließe ich die Weihe ab, indem ich Salz auf das Messer streue und die höchste aller magischen Kräfte anrufe, mit anzusehen, dass dies geschieht. Sodann reinige und weihe ich das Zimmer, indem ich es dreimal umrunde und dabei sage: Dreimal schreite ich diesen Raum,
Dreimal schreite ich dieses Rund, um Weihe und Macht zu verleihen diesem Grund. Eure Macht, euren Schutz beschwöre ich all hier, ziehe ihre magischen Kräfte zu mir. Dann ziehe ich einen Zauberkreis, indem ich Salz auf den Boden streue, so ähnlich wie Rhaenys es vor ein paar Wochen mit Daemon gemacht hat. Ich nehme meinen Platz in der Mitte des Kreises ein und beschwöre vor meinem geistigen Auge einen Kegel der Macht herauf, der um mich herum emporsteigt. Während ich meine Kristalle zurechtlege, meine Kerze entzünde und mich mit Öl salbe und dabei die Elemente Feuer und Luft anrufe, mir bei meinem Zauber beizustehen. Dann schließe ich die Augen, bis sie direkt vor mir eine weiße Seidenschnur und eine Roman-Replik manifestieren. Wohin du gehst, wird mein Zauber folgen. Wo du dich versteckst, wird mein Zauber finden. Wo du ruhst, wird mein Zauber liegen. Mit dieser Schnur dein Handeln bricht. Mit meinem Blut kommt dein Wissen ans Licht. Mit diesem Zauber binde ich dich an mich. Ich hebe das Atame und ziehe es über meine Handfläche. Folge dem Schwung der Lebenslinie und Donnerapplaus dröhnt über mir. Mein Haar peitscht um mich herum, während ich in den wirbelnden Sturm blinzle. Mein Blut tropft auf die Schnur, bis sie rot ist. Eilig knüpfe ich sie um Romans Hals, den Blick fest in seine Augen gebohrt. Meine Willenskraft ganz darauf gerichtet, dass er herausgibt, was ich suche, ehe ich ihn verbanne, als wäre er niemals erschienen. Schließlich erhebe ich mich, zitternd und schwitzend, beglückt zu wissen, dass es vorbei ist. Vorbei und vollbracht. Nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Gegengift gegen das Gegengift in meinem Besitz befindet und Daemon und ich eins werden. Der Wind beginnt nachzulassen, als das elektrische Knistern und Knacken allmählich vergeht. Und ich sammle gerade die Steine zusammen und lösche die Kerzen, als Romy und Rhaeny zur Tür hereingestürzt kommen. Mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen stehen sie da und starren mich an. »Was hast du getan?« ruft Rhaeny und ihr Blick wandert von meinem magischen Salzkreis zu meiner Werkzeugsammlung und zu meinem blutigen Messer. Ich sehe die beiden an, mit festem, sicherem Blick. »Ganz ruhig, es ist vorbei. Ich habe es hingekriegt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alles wieder gut ist.« Gerade will ich aus dem Kreis treten, als Romy schreit, »Halt!« Die Hand vor sich hingestreckt, mit flammenden Augen, während ihre Schwester hinzufügt, »Nicht bewegen! Bitte, vertrau uns diesmal und tu, was wir sagen!« Ich halte inne und schaue von einer zur anderen und frage mich, was denn so schlimm sein soll. Der Zauber hat gewirkt. Noch immer kann ich seine Energie in mir summen fühlen. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Roman aufkreuzt. »Diesmal hast du es echt verbockt«, stellt Rhaeny fest und schüttelt den Kopf. »Weißt du denn nicht, dass der Mond dunkel ist? Man darf bei Dunkelmond keine Magie wirken. Niemals! Das ist eine Zeit der Besinnung, der Meditation, aber man übt nie, niemals Zauberei aus, es sei denn, man praktiziert die dunklen Künste.« Wieder huscht mein Blick zwischen ihnen hin und her und ich frage mich, ob sie das ernst meint. Und wenn ja, was das schon ausmachen kann. Wenn der Zauber gewirkt hat, hat er gewirkt. Alles andere sind doch bloß Details, oder? Ihr Zwilling meldet sich zu Wort. »Wen hast du denn angerufen, dir beizustehen?« Ich denke an den Reim zurück, der, auf den ich ziemlich stolz war, weil ich ihn mir aus dem Stegreif ausgedacht hatte. Die letzte Zeile kommt mir in den Sinn. »Eure Macht, euren Schutz beschwöre ich all hier, und ich sage sie für sie auf.« »Super!« Rhaeny schließt die Augen und schüttelt den Kopf. Romy steht mit gerunzelter Stirn neben ihr. »Bei dunklem Mond ist die Göttin abwesend«, setzt sie hinzu, »während die Königin der Unterwelt die Herrschaft übernimmt. Mit anderen Worten, anstatt das Licht anzurufen, deinen Zauber zu wirken, hast du also die dunklen Mächte gebeten, dir beizustehen und Roman an mich zu binden.« Mit weit aufgerissenen Augen starre ich die beiden an, erst die eine, dann die andere, und überlege, ob es eine Möglichkeit gibt, das Ganze rückgängig zu machen. Schnell und einfach, bevor es zu spät ist. »Es ist zu spät«, sagen beide, haben in meinem Gesicht gelesen. »Alles, was du jetzt tun kannst, ist auf die nächste Mondphase zu warten und zu versuchen, es dann rückgängig zu machen, wenn man es überhaupt rückgängig machen kann.« »Aber...« Die Worte sterben auf meinen Lippen, als mir die Ungeheuerlichkeit meiner Situation allmählich bewusst wird.
Damons Warnung von früher fällt mir wieder ein, dass Menschen, wenn sie sich mit Hexerei einlassen, sich manchmal übernehmen und schließlich einen viel dunkleren Weg einschlagen. Unfähig, ein Wort herauszubringen, sehe ich die beiden an. Sehe, wie Rhiney zornig den Kopf schüttelt, während ihre Schwester mich betrachtet und sagt, »Alles, was du jetzt tun kannst, ist, dich und deine Werkzeuge zu reinigen, dein Atheme zu verbrennen und das Beste zu hoffen. Und wenn du Glück hast, lassen wir dich dann aus dem Kreis, damit all die böse Energie, die du heraufbeschworen hast, nicht entweichen kann.« »Wenn ich Glück habe? Ist das ihr Ernst? Ist es wirklich so schlimm?« Mein Blick huscht hastig zwischen den beiden hin und her, als Romy antwortet, »Leg's nicht darauf an. Du hast keine Ahnung, was du da angefangen hast.« Miles und Holt schlagen zusammen bei mir auf und nach einem Blick auf die Deko flippt Miles total aus. »Jetzt brauche ich gar nicht mehr nach Florenz zu fahren, da du Florenz zu mir gebracht hast.« Er drückt mich an sich und weicht dann hastig zurück. »Entschuldige, ich habe ganz vergessen, dass du nicht angefasst werden magst.« Doch ich schüttle lediglich den Kopf und drücke ihn meinerseits. Ich fühle mich ziemlich gut, auch wenn Romy und Rhiney vor mir stehen, wie die chinesische Mauer des Pessimismus. Hochgezogene Brauen, verschränkte Arme, verkniffene Lippen. Während ich eine schnelle, aber gründliche Meditation in Sachen Erdung und Schutz durchführe. Mir starke weiße Lichtstrahlen vorstelle, die meinen Schädel durchdringen und durch meinen Körper strömen. Ein Versuch, wenigstens etwas von dem Schaden abzuwehren, den ich ihrer Überzeugung nach angerichtet habe. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich sehe nicht recht ein, wieso? Nach dem anfänglichen Machtschub, gleich nachdem der Bindezauber vollendet war, hat sich alles wieder normalisiert. Der einzige Grund, weshalb ich die Meditation unter ihrer Anleitung überhaupt durchgezogen habe, ist, weil sie so aufgebracht waren, dass das die einzige Möglichkeit war, sie zu beruhigen. Jetzt aber denke ich insgeheim, dass das alles bloß ein großes Missverständnis war. Eine totale Überreaktion ihrerseits. Ich meine, ich bin unsterblich, bin mit einer Stärke und mit Kräften beschenkt worden, die sie sich nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Also bezweifle ich ernsthaft, dass es für mich auch nur im Mindesten etwas ausmacht, wenn ich während des Dunkelmondes ein magisches Ritual durchführe, auch wenn das für sie durchaus eine ernsthafte Gefahr darstellen mag. Und kaum habe ich Miles und Holt ihre Getränke gebracht, da klingelt es wieder, und dann noch einmal. Und ehe ich es mich versehe, füllt so ziemlich die gesamte Hairspray-Besetzung plus Crew das Haus. Er ist wohl doch nicht Heaven's Gate, es sei denn, sie kommen getrennt, bemerkt Miles und deutet mit einem Kopfnicken auf Jude, als dieser den Raum betritt und sein freundliches Lachen lacht, bevor er sich mit alkoholfreier Sangria versorgt. Dann verschwindet er mit Holt und lässt uns allein. Netter Abschied. Jude sieht sich um. Da würde ich am liebsten auch gleich verreisen. Vage lächelnd sehe ich ihn an und frage mich, ob ihm wohl etwas an mir auffällt. Ein Unterschied. Eine Veränderung meiner Energie. Ein neues Gefühl der Macht. Doch er lächelt nur und hebt seinen Becher. Paris. Er trinkt einen kleinen Schluck und nickt. Ich wollte schon immer mal nach Paris. Nach London und Amsterdam auch. Eigentlich wäre mir so ziemlich jede europäische Großstadt recht. Ich schlucke heftig und bemühe mich, ihn nicht anzustarren. Insgeheim überlege ich, ob er es irgendwie weiß. Ob es in seinem Unterbewusstsein begraben ist und ans Licht zu kommen versucht. Ich meine, warum sollte er sonst all die bedeutsamen Schauplätze unserer Vergangenheit aufzählen? Er sieht mich an. Grüne Augen blicken in meine und er lässt den Moment so lange andauern, dass ich mich räuspere und sage, und ich hätte dich eher als Öko-Abenteuer eingestuft. Du weißt schon, Costa Rica, Hawaii,
Die Galapagos-Inseln. Die Suche nach der perfekten Welle und all das. Mir ist klar, dass das Auflachen am Ende des Satzes meinen plötzlichen Nervositätsanfall absolut nicht kaschiert hat. Und ich bin gerade dabei, etwas Ähnliches Blödes folgen zu lassen, als er über meine Schulter schaut und sagt, Zugang. Ich drehe mich um und erblicke Heaven, die beinahe winzig wirkt, mit den hochgewachsenen, schlanken Mädchen aus dem Geschäft, wo sie arbeitet, auf ihrer einen und Roman auf ihrer anderen Seite. Der Unsterbliche, der auf dem Gang in der Schule stand, geht direkt hinter ihnen. Drei atemberaubende, auralose und mehr oder weniger seelenlose, abtrünnige Unsterbliche, die Heaven unwissentlich in mein Haus eingeladen hat. Ich starre Roman mit schmalen Augen an. Meine Finger suchen an meinem Hals nach dem Amulett, das ich nicht angelegt habe. Und ich versichere mir, dass ich es nicht brauche. Jetzt habe ich das Sagen. Ich habe ihn herbefohlen. Ich habe mir gedacht, du hast bestimmt reichlich Platz und reichlich zu essen. Heaven lacht. Ihr Haar ist frisch gefärbt. Ein ganz dunkles Braun mit einer platinblonden Strähne vorne. Sie hat ihren üblichen Punk-Look gegen einen eingetauscht, der sogar noch krasser ist, aber irgendwie auch klassisch. Eine Art postapokalyptische Klassik, wenn es denn so etwas gibt. Und man braucht nur einen einzigen Blick auf die dunkle Schönheit neben ihr zu werfen. Auf das Stachelhaar, die vielfach gepiersten Ohrläppchen, das zarte Kleid mit dem Spitzenkorsett, kombiniert mit schwarzen Lederstiefeln, dann weiß man, wer Heavens neuesten Richtungswechsel in Sachen Styling ausgelöst hat. Ich bin Misa. Das Mädchen lächelt. Ihre Stimme verrät den Hauch eines Akzents, den ich nicht einordnen kann. Ihre Hand greift nach der meinen, während ich mich innerlich gegen das Frösteln wappne. Der vertraute Schock, wie Eiswasser, das durch meine Adern schwärmt, bestätigt meinen Verdacht, doch er verrät mir nicht, ob sie eine von den Weisen ist oder erst vor kurzem verwandelt wurde. Und Roman kennst du natürlich. Wieder lächelt Heaven und hebt die Hand, damit ich sehen kann, dass ihre und Romans Finger ineinander verschlungen sind. Doch ich weigere mich zu reagieren. Ich nicke nur lächelnd, als ob mir das alles überhaupt nichts ausmacht. Tut es nämlich auch nicht. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis Roman das Gegengift herausrückt und tut, was ich sage. Das ist der einzige Grund, warum er hier ist. Oh, und das ist Rafe. Sie deutet mit den Daumen auf den Prachtexemplar direkt hinter ihr. Dieselbe Gruppe Abtrünnige, von der die Zwillinge gesprochen haben. Es fehlt nur noch Marco, der mit dem Jaguar, der anscheinend nicht hier ist. Und obgleich ich keinen blassen Schimmer habe, was sie im Schilde führen, worauf sie aus sein könnten, wenn sie sich mit Roman herumtreiben, haben die Zwillinge guten Grund zur Sorge. Heaven hält auf das Wohnzimmer zu. Sie ist ganz wild darauf, Misa und Rafe ihren Freunden vorzustellen. Roman bleibt zurück und grinst mich an. Ich habe ganz vergessen, wie gut du aussehen kannst, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Er lächelt und sein Blick gleitet über mein türkisblaues Kleid, verweilt bei dem tiefen Ausschnitt auf der nackten Hautfläche, wo eigentlich mein Amulett sein sollte. Dann ist das da wohl der Grund, bemerkt er und deutet mit einem Kopfnicken auf Jude. Schließlich weiß ich, dass das nicht mir gilt, und Damon scheint sich in letzter Zeit ziemlich rar zu machen, nicht wahr? Was ist passiert, Eva? Hast du deine Suche aufgegeben? Ich ermahne mich zur Ruhe, betrachte das zerzauste Haar, die Designer-Surfer-Shorts, die Lederflipflops. Nichts an ihm scheint auch nur im geringsten anders zu sein. Dennoch wissen wir beide, dass es so ist. Das Leuchten in seinen Augen, der lüsterne Blick, sein Versuch, mich in Verlegenheit zu bringen. Das ist alles nur Fassade, ein bisschen Aufschneiderei. Er versucht, das Gesicht zu wahren, bevor er mir gibt, was ich will. Also, wird nicht eingeschenkt? Er nickt zu der mit alkoholfreier Sangria gefüllten Schüssel hinüber. Oder ist hier Selbstbedienung? Dabei beäugt er die Schüssel auf eine Art und Weise, die mich nervös macht. Ich glaube nicht, dass dir das schmeckt, erwidere ich achselzuckend. Gut, dass ich mir selbst was mitgebracht habe. Er zwinkert mir zu und hebt die Glasflasche. Dann hält er kurz vor den Lippen inne und kippt sie ein wenig in Judes Richtung. Mal probieren? Kommt echt gut. Garantiert. Jude kneift die Augen zusammen,
fasziniert von der funkelnden, schimmernden Flüssigkeit, die Roman vor ihm schüttelt. Und gerade will ich dazwischen gehen, als Romy und Rhiney die Treppe hinuntergepoltert kommen. Sie bleiben ruckartig stehen, als ihre Blicke dem von Roman begegnen, und sie wissen genau, dass ich für seine Anwesenheit verantwortlich bin. »Na, wenn das nicht die katholischen Schulzwillinge sind!« Roman lächelt breit, während er sie betrachtet. »Toller neuer Look. Besonders du, kleine Punkgöttin.« Er nickt Rhiney zu, worauf diese sich abwendet, während er ihr kurzes Kleid, die zerrissenen Strümpfe und die flachen schwarzen Lackschuhe mustert. »Geht wieder nach oben«, sage ich zu den beiden. »Ich will sie so weit wie möglich von Roman weghaben. Und ich...« Als ich gerade sagen will, dass ich auch gleich komme, tritt Jude vor und stupst mich an. »Soll ich die beiden nach Hause fahren?« Und obwohl mich die Idee nicht gerade begeistert, dass er zu Damon fährt und Damon bestimmt noch weniger glücklicher darüber ist, kann ich wirklich nichts anderes tun. Solange Roman in meinem Haus ist, sitze ich hier mehr oder weniger ebenfalls fest. Ich folge ihnen zur Tür. Rhiney zerrt an meinen Ärmel und zieht mich zu sich herab. »Ich weiß ja nicht, was du getan hast, aber hier braut sich was ganz Schlimmes zusammen.« Ich will ihr widersprechen, doch sie schüttelt nur den Kopf und setzt hinzu. »Veränderungen bahnen sich an, große Veränderungen, und dieses Mal solltest du lieber richtig entscheiden.«